Ich habe dir nun die vier besten ETFs gezeigt, die alle den MSCI World mit Abstand geschlagen haben. Wenn du die noch nicht gesehen hast, dann klick in meine letzten Videos. Ansonsten geht es heute darum, sie alle nochmal in der Arena gegeneinander antreten zu lassen und dann zu entscheiden, wer der Master of Disaster sein wird. Hi, hier ist wieder Kai, dein Geldkater. Vielleicht hast du dir gerade gedacht, was hat der Junge für Störungen? Und ja, ich habe ein paar, aber ich stehe dazu. Und vielleicht fragst du dich auch so, warum hat der Typ seit 3-4 Wochen das gleiche T-Shirt an? Aber ich habe ein paar Vorproduktionen gehabt, weil ich habe mir natürlich auch Urlaub verdient. Und so, ja, habe ich mal ein paar Sendungen vorproduziert und die siehst du jetzt immer im gleichen Look gehen. Naja, wie auch immer. Jetzt kommen wir zum Thema. Und zwar lassen wir heute mal die vier besten ETFs gegen den MSCI World nochmal 1 zu 4 gegeneinander antreten und schauen uns das Ganze mal an. So, ich will das Video möglichst kurz halten und euch die prägnantesten Unterschiede aufzeigen. Wenn ihr mehr im Detail reinschauen wollt, dann könnt ihr das Video ja pausieren. Ansonsten starten wir einfach mit dem Alter der Fonds. Und zwar ist der jüngste der S&P 500 IT-Sektor. Der ist erst 2015 aufgelegt und hat seine 5 Jahre noch nicht ganz voll gemacht. Gefolgt davon ist der MSCI World Momentum, 2014 aufgelegt. Ansonsten sind alle anderen schon knapp 10 Jahre alt. Das sieht man auch bei dem entsprechenden Tracking hier. Über 3 Jahre führt natürlich der S&P 500 IT-Sektor mit wahnsinnigen fast 28% pro Jahr und gefolgt davon der Nasdaq 100 mit fast 25% pro Jahr. Alle anderen bewegen sich ja hier, der MSCI World Momentum hat auch eine ordentliche Rendite von fast 16% und der S&P 500 ist auch ordentlich dabei mit 13%. Unsere Benchmark, unsere Referenz, der MSCI World hat in den 3 Jahren 9,31% pro Jahr gemacht. Über 5 Jahre gesehen sieht man dann halt auch einen ordentlichen Abstand. Hier führt natürlich der Nasdaq 100, weil wir die Daten dazu haben, pro Jahr. Also in jedem der 5 Jahre hat er im Schnitt knapp 19% gemacht. Und gefolgt davon vom MSCI World Momentum mit deutlich weniger Unternehmen im ETF. Das sehen wir aber später genauer. Und das bestätigt eigentlich auch schon die allgemeine Rendite, dass man sagt, dass der Weltdurchschnitt oder Weltmarktdurchschnitt so knapp zwischen 7-9% pro Jahr liegt. So, dann schauen wir uns das mal in der Grafik an, was deutlich besser zu sehen ist. Für das laufende Jahr aktuell sehen wir, wie sich die entsprechenden ETFs entwickelt haben. Und da ist natürlich zu sehen, dass aktuell der Nasdaq führt mit 21,44%, dahinter der S&P 500 IT-Sektor und in der Mitte bewegt sich der MSCI World Momentum Faktor. Ganz unten haben wir den MSCI World, unser Benchmark. Ich wollte euch natürlich auch nur die ETFs vorstellen, die den MSCI World deutlich schlagen. Interessant wird es natürlich erst nach einem größeren Zeitraum. Wir sind jetzt nach einem Jahr, liefern sich der Nasdaq 100 und der S&P IT-Sektor ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Alle anderen drei, sieht man, sind schon ein bisschen abgeschlagener, wobei das immer noch sehr gute Renditen sind. Und wie gesagt, selbst mit einem weltweiten Marktdurchschnitt macht man nichts falsch, beziehungsweise hat man eine deutlich höhere Rendite, als wenn man das einfach nur auf dem Tagesgeldkonto liegen lässt, was dann von der Inflation aufgefressen wird. Nach 3 Jahren sollte es noch deutlicher werden. Da schauen wir mal. Da hat die Performance vom S&P 500 IT-Sektor natürlich eine überragende Leistung hingelegt, eine deutlich höhere Rendite, weil wir natürlich auch extrem konzentriert sind auf zwei Unternehmen, die sehr gut gelaufen sind die letzten 3 Jahre. Eigentlich sogar schon länger. Das sind entsprechend
Apple und Microsoft, die auch die anderen ETFs bzw. Indizes mit hochziehen. Die haben wir natürlich auch in allen anderen mit enthalten und das sind unsere Renditetreiber für die entsprechenden ETFs hier. Wenn wir jetzt auf Max gucken, da startet das dann halt ab dem November 2015, den Auflagedatum von dem jüngsten ETF S&P 500 IT Sektor. Und in der Zeit hat der überragende 146% und fast 147% Rendite gebracht. Alle anderen mit deutlichen Abstand dahinter. Aber da muss man natürlich auch abwägen und auch analysieren, welche Unternehmen sind da drin, welche Branchen, welche Risiken und Schwankungen habe ich da, die ich dann aushalten muss, weil es gibt kein Free Lunch in dem Sinne, dass ich eine höhere Rendite mit gleichbleibendem Risiko bekommen kann. Auch in der Balkenansicht wird es nochmal deutlich, wie hoch die Renditen beim S&P 500 IT-Sektor und Nasdaq 100 sind, mit den entsprechenden Treiber, wie genannt. Über 3 Jahre, ja, sieht man, durch die höhere Konzentration werden die Abstände entsprechend auch größer. Aber wie gesagt, 5 Jahre sind noch kein langer Zeitraum für den ETF, also den S&P 500 IT-Sektor. Ja, man muss das auf jeden Fall über mindestens 10 Jahre, sogar besser 15 bis 20 Jahre dann halt beobachten. Aber ja, da wird uns die Zukunft zeigen, wohin das Ganze gehen wird. Wir sehen auch anhand der Aktienpositionen dahinter, wie sich das Ganze entsprechend aufteilt. Je weniger wir gestreut sind, desto eine höhere Renditechance haben wir. Umso höher ist natürlich aber auch das Schwankungsrisiko. Und ja, im Prinzip gibt es aber keinen Totalausfall bei ETFs, weil das Ganze immerhin noch auf entsprechend viele Aktienpositionen gestreut sind, dass wir keinen Totalverlust erleiden können. Das ist sowohl ein Vorteil für ETFs, aber gegenüber Einzelaktien ein Nachteil, dass man nicht diese immensen, ja, Renditechancen hat, wie wenn man sein ganzes Geld in sehr wenige Aktien aufteilen würde, wie zum Beispiel in Microsoft, Apple und ja, was man da noch auswählen würde. So, dann kommen wir zur Länder- und Branchenansicht und da sehen wir, würden wir die USA rauslassen komplett, dann würden wir sehr viel Rendite liegen lassen. Es ist jetzt keine Anlageempfehlung natürlich, aber man muss einfach auch die Vergangenheit, die Märkte beobachten, wie sich die ganzen Märkte entwickelt haben über die Jahre und da gibt uns der US-Markt natürlich eine sehr lange Historie, die wir entsprechend tracken und vergleichen können zu anderen Ländern und Unternehmen und der Kapitalmarkt da ist einfach so immens groß, dass man nicht darauf verzichten kann, dort investiert zu sein. Wir sehen auch in den Branchen, was gerade dominiert, es sind die Technologien, wobei der Begriff ja wie gesagt schon sehr breit gefasst ist. Wir haben da Amazon, was nicht alleine auf Technologien beruht, sondern auch Konsum ist. Wir haben Tesla, der auch nicht alleine ein Autobauer ist, sondern auch aufgrund seiner Software gerade so erfolgreich ist. Und da muss jeder für sich abwägen, worin er investieren möchte. Mit dem MSCI World macht man auf jeden Fall nichts falsch, weil man einfach breit gestreut ist in verschiedene Branchen, Länder und natürlich auch Unternehmen. Unternehmen, die Top 10 Holdings, also die Top 10 Unternehmen, haben wir dann hier. Im Vergleich sieht man natürlich, wie ich schon gesagt hatte, wer die Treiber sind. Das sind vor allem Apple und Microsoft. Hier hat sich beim Momentum noch Amazon dazwischen, zwischen die beiden halt gedrückt. Aber auch hier beim Momentum erkennt man, das sind die Unternehmen, die gerade einen Lauf haben, die letzten 6 bis 12 Monate entsprechend immer neu geprüft werden und immer steigende Kurse haben bisher. Und wenn das nicht so ist, werden diese entsprechend herausgenommen bzw. weniger gewichtet oder ausgetauscht und entsprechend haben wir dann immer dieses Momentum, was bei diesem ETF zählt.
bei allen anderen ist natürlich die Marktgröße entscheidend, beziehungsweise beim S&P 500 IT-Sektor wird dann von S&P entschieden, wie die Faktoren sein sollen, dass hier Unternehmen gewichtet werden. So, nach diesem Ergebnis denkst du dir einfach nur wahrscheinlich, das ist einfach nur krank. Das ist einfach nur krank. Sowohl der Geldkater als auch diese Renditen. Und wärst du bereit, ein großes Stück von deinem Kapital in einen ETF zu investieren? Hinterlass mir da einfach mal einen Kommentar, das würde mich interessieren. Und ansonsten weißt du, ich weiche einfach von der Norm ab. Ich investiere so richtig krank in einen ETF. Und ich würde mich freuen, wenn du mich dabei begleiten würdest, meinen Kanal abonnierst, wenn du es noch nicht getan hast. Unterlässt mir einen Daumen hoch für diesen Vergleich. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Genieß die Woche. Alles Gute. Dein Kai.